Gut, die Frage beantworte ich direkt, das kann man so genau nicht sagen. Ich habe mir unverschämterweise erlaubt einen etwas anderen Titel, weil ich, egal, Sie werden das feststellen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und vor allem vielen Dank für die die sozusagen nicht wissenschaftliche Einleitung, weil das kann ich Ihnen versprechen, ich werde Ihnen keinen wissenschaftlichen Vortrag halten, weil ich das allein nicht kann. Ich möchte mit Ihnen über Digitalisierung sprechen, also über die Grundlage dessen, was gerade passiert und was uns eigentlich da überhaupt dazu bringt, dass wir über öffentliches Nachdrucken reden müssen, also was bedeutet öffentliches Nachdrucken in einer digitalen Welt. Um Ihnen nachzuweisen, dass ich kein Wissenschaftler bin, ich glaube, das kann ich hier so hinstellen, dann muss ich mich nicht mal so rüberbeugen, erkläre ich Ihnen das am Beispiel eines Filmes, der Ihnen allen zeigt, Sie sind kurz, stellen sich vor, Besitzer einer Brauerei und dann erfindet jemand das hier. Wer das nicht gut sehen kann, es ist im Internet unter bit.ly/Bierkopie zu sehen, da ja offenbar auch Menschen in Göttingen oder woanders uns zuschauen. Dieser Mann hat eine Flasche Bier auf einen handelsüblichen Kopierer hier vorne gelegt. Wenn ich das jetzt verrate, gehen bestimmt alle Leute gleich raus. Weil damit Folgendes passiert. So. Ich habe eine Menge über Digitalisierung gelesen und mir eine Menge über Digitalisierung erklären lassen. Aber als ich diesen Film gesehen habe, habe ich verstanden, was das Problem der Digitalisierung ist. Inhalte, also das, was in diesen Flaschen drin ist, Inhalte werden von ihrem Datenträger gelöst. Es gibt dieses Bild des chinesischen Fotografen Zhuo Huazhen, so heißt er, glaube ich, der eine Bildserie im Netz gestaltet hat, die heißt Floating, und die besteht daraus, dass er Menschen auf Fahrrädern unter ihrem Hintern weg diese Fahrräder wegmontiert haben. Und das ist deswegen interessant, weil das, was wir gerade erleben, ist, dass uns unter dem Hintern die Fahrräder wegmontiert werden. Das sieht ja ein bisschen doof aus, wie Sie sehen. Und es verändert Gedankenmodelle, Geschäftsmodelle, die Idee von Urheberrecht, die Idee von geistigem Eigentum. Es verändert im Kern, man muss mit diesem Pathos immer auch sehr vorsichtig sein, aber es verändert im Kern das, wie Wissen aufgebaut ist in unserer Gesellschaft. Weil Wissen an das Trägermedium Papier, an das Fahrrad gebunden ist, in der Art und Weise, wie wir alle sozialisiert sind. Und alle Schlüsse, die man daraus zieht, von Geschäftsmodellen hin zu juristischen Fragen, basieren darauf. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, für das ich, zum Glück ist diese Parabel nicht in die Tat umgesetzt worden, ein bisschen beschimpft wurde, weil es nämlich sozusagen das Lob auf den Nachdruck ist. Wir haben gerade an der Knigge-Parabel gehört, nee, es war nicht Knigge, es war... genau. Ich bin nicht dafür erschossen worden, aber es gab eine heftige Diskussion, daran muss man kurz erinnern, weil es so weit weg wirkt, rund um das ACTA-Abkommen und die Älteren erinnern sich, Piratenpartei, als es um das Kopieren ging und das Urheberrecht. Diese Fragen sind in dem nicht wissenschaftlichen Diskurs meiner Meinung nach eigentlich obsolet geworden. Eine Regensburger Anwaltskanzlei hat jetzt dem Urheberrecht nochmal den Todesstoß versetzt, indem sie im Fall der RedTube-Abmahnung dafür gesorgt haben, dass es niemand mehr als ein sinnvolles und notwendiges Rechtsgebiet anerkennt, sondern denkt, Urheberrecht ist halt das, mit dem sich findige Rechtsanwälte Geld verdienen können. In Wahrheit ist da aber ein riesiges Problem dahinter. Ich fasse das mal zusammen und versuche zwei Ideen Ihnen klarzumachen, und Ihnen klarzumachen, was ich für ein Buch geschrieben habe, basierend auf dem Surkamp-Titel. Digitalisierung heißt, Daten werden von ihrem Träger gelöst, wir können ein kosten- und verlustfreies Duplikat anfertigen. Das klingt so, als hätten Sie das alle schon 400 Mal gehört. Ich glaube, dass wir es noch weitere 4000 Mal hören müssen, um zu verstehen, was das bedeutet. Nicolas Negroponte hat das in einem Buch, das, ich habe es gerade noch mal recherchieren lassen, in der Stadtbibliothek Essen leider nicht verfügbar ist, aber an der Uni-Bibliothek verfügbar ist, 1995 bereits zusammengefasst, und wenn Sie meine beiden Bücher gelesen haben, besorgen Sie sich sofort dieses. Es ist das klügste Buch, das man zur Digitalisierung lesen kann. Es hat nämlich zudem diesen Zurück in die Zukunft Charakter. Es ist einfach schon 20 Jahre alt. Der Wandel von Atomen zu Bits und das ganz, ganz, ganz perfide an einer Universität ist, das darf auch dummerweise jeder benutzen. Und es kann auch jeder benutzen. Das führt zu einer Situation, dass diese schöne Fotoserie von Zhuo Huazhen mittlerweile ein eigener Reddit-Subreddit ist, der heißt Invisible Bicycles, und Reddit-Nutzer machen genau das, sie photoshoppen Fahrräder weg. Man nennt das dann das große Welt der Internet-Meme, mit dem beschäftige ich mich für die Süddeutsche Zeitung in dem Phänomeme-Blog ein bisschen.
weil ich glaube, dass da eine sehr neue und sehr andere Form der Volkskultur entsteht gerade, von der wir noch nicht so richtig wissen, wie sie funktioniert, weil wir sie in erster Linie als einen fortgesetzten Urheberrechtsbruch verstehen, weil die Menschen, die da dem armen Arnold Schwarzenegger das Fahrrad geklaut haben, dem Fotografen natürlich auch die Nutzungsrechte an diesem Foto geklaut haben und wir uns eigentlich mit einem Urheberrechtsbruch zu tun haben. Ich habe mich, wie gesagt, in dem Buch 2011 bei Suhrkamp mit der Frage beschäftigt, was heißt denn die digitale Kopie? Und habe im nächsten Schritt mir die Frage gestellt, wenn es diese digitale Kopie gibt, und egal, ob ich die gut oder schlecht finde, ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, sie wird nicht aus der Welt zu schaffen sein, dann müssen wir uns eigentlich zunächst mal die Frage stellen, was folgt denn daraus? Es folgt daraus einen Satz, den die Firma Razorfish, eine Digitalagentur aus New York, schon in Mitte der 90er Jahre formuliert hat, ist ein bisschen zu hell darunter: Everything that can be digital will be. Es wird digitalisiert, was möglich ist zu digitalisieren, egal ob wir das gut finden oder nicht. Versuchen Sie mal, ein Auto zu öffnen, das ein neueres Baujahr hat, indem Sie einen Schlüssel irgendwo reinstecken und drehen. Autos öffnen sich dadurch, dass sie Software betätigen. Everything that can be software will be. Das ist, das kann man dann im Sinne der Autorschaft mal nachprüfen, ich habe nicht rausgefunden, wer das Urheberrecht an diesem Zitat hat, ein Zitat, das sozusagen für viele Bereiche gilt. Es gilt lustigerweise nur nicht für die Bereiche, mit denen Sie sich hier beschäftigen. Ein E-Book ist im Kern nichts anderes, als die Idee eines Buches aufs Digitale zu übertragen. Also alle Nachteile, die Papier hat, übertragen wir jetzt mal aufs Digitale und erweisen die dann auch noch als Vorteil aus. So wie die Erfinder der Benzinkutsche, des Autos, anfangs dachten, wir müssten ein Auto uns auch so vorstellen wie einen Pferdewagen. Dass ein Auto ein bisschen anders funktioniert, habe ich nicht nur durch die Andeutung, dass man zum Beispiel Software benötigt, um die Tür aufzumachen, offengelegt. Es ist ein ganz normaler Prozess, dass wir versuchen, das, was neu ist, mit dem Wissen des Alten zu adaptieren. Das heißt aber nicht nur, weil es normal ist und weil es jahrhundertelang immer wieder gemacht wurde, dass wir das auch für richtig erklären müssen. Ich glaube, es ist falsch, die Modelle des Analogen auf den digitalen Raum zu übertragen, sondern man sollte vielmehr umgekehrt überlegen, ob sich in diesem digitalen Raum, in diesem digitalen Ökosystem nicht Dinge befinden oder Ideen und Konstruktionen befinden, klimatische Bedingungen auffindbar sind, die wir verändern müssen. Das gilt vor allen Dingen fürs Urheberrecht. Ich mache einen kleinen Ausflug als Diskussionsanstoß dahin, wo ich glaube, wie sich das Urheberrecht verändern muss. Die zentrale Stelle beim Urheberrecht ist eigentlich für Kreative dieser Paragraph, ich glaube, es ist der Paragraph 14, der Urheberrecht für die Einräumung von Nutzungsrechten und die Erlaubnis zur Werknutzung Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Vergütung. Weil das die zentrale Debatte beim Urheberrecht ist, dass es um Lizenzen geht und Menschen Geld verdienen wollen. Die zweite Frage, dass man über die Verbreitung von Werken populär wird, um die geht es eigentlich eher sozusagen, oder über den Kontrollverlust der Veröffentlichung geht es in allen urheberrechtlichen Diskussionen, die ich bisher verfolgt habe, höchstens zu 10%. Das meiste ist eine rein finanzielle, wirtschaftliche Frage beim Urheberrecht. Wer hat die Lizenzmodelle, wer hat die Lizenzen und wer verwertet diese Lizenzen? Wenn man sich diese Frage stellt, dann muss man sagen, bei diesem Radio, das ich dahinter gelegt habe, gab es anfangs ein Problem, das sehr ähnlich ist zu dem, wie wir gerade mit digitalen Dateien umgehen. Digitale Dokumente haben das Problem, das ist die Idee der digitalen Kopie, dass sie durch Verbreitung nicht weniger werden, dass man also nichts raubt und dass diese Verbreitung niemanden schadet. Also es ist so, stellen Sie sich das kurz vor, Sie würden ein Lied im Radio hören, es käme jemand vorbei und würde sagen, wir haben jetzt dieses Lied im Radio gehört, das ist mein geistiges Eigentum, ich habe dafür viel Zeit aufgewendet, das zu singen, zu komponieren, irgendwie sonst Ihnen zu Gehör zu bringen, bitte zahlen Sie jetzt dafür. Sie zahlen dafür, wir zahlen alle GEZ-Gebühr, wir müssen uns alle Werbung in Privatrundfunk anhören. Es gibt Modelle, wie dafür gezahlt wird, aber nicht mehr so wie bei einer Jukebox, wo ich einen Euro oder eine Reichsmark oder einen Dollar irgendwo reinwerfe und dann kommt das Lied. Wir sind gerade in der Welt der Jukebox, in der wir denken, ich müsste irgendwo was oben reinwerfen und unten kommt dann was raus und dann darf ich mir was anhören. Das ist eine extrem ketzerische Theorie, zu behaupten, es wäre möglich, den Download einer Datei mit dem Anhören oder dem sozusagen flüchtigen Aufnehmen von Inhalten zu vergleichen. Was wir aber gerade erleben, ist, dass das die faktische Realität ist. Ob ich das gut oder schlecht finde, sage ich nochmal dazu, ist völlig unerheblich. Das ist das, was gerade passiert. Ich komme gleich nochmal zum Abschluss auf die Frage, was das für die Legitimation von Urheberrecht heißt. Und das ist nämlich der zentrale Faktor. Es ist gar nicht so sehr die Frage, was im Gesetz steht, sondern die Frage ist, ob die Menschen an dieses Gesetz glauben und dieses Gesetz ernst nehmen. Das Problem ist nämlich,
Wenn wir nicht von der NSA überwacht werden wollen, dann ist die Einzelnutzung von Werken im digitalen Raum unfassbar schwer nachweisbar. Es gibt eine relativ kluge juristische Regelung für alle Fälle, wo Einzelnutzung relativ schwer nachweisbar ist, dass man einfach mit pauschalen Abgabesystemen versucht, dieses Problem zu lösen. Das ist im digitalen Raum aber unmöglich, weil Lobbyverbände, und Lobbyverbände sind immer die Leute, die nicht die Endverbraucher sind, das sind höchstens dann die Bibliotheken, weil Lobbyverbände ein ganz eigenes Interesse daran haben. Das Problem ist, dass diese Einzelnutzung, wie das Anhören beim Radio, im Rechtsempfinden keinen Gesetzesbruch darstellt, weil man niemanden damit direkt schadet. Weil sie im Gegenteil, ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, das ist eine eigene Diskussion, aber sie im Gegenteil sogar moralisch dem widersprechen, was man ihnen von Kindesbeinen an erklärt hat. Wenn Sie mit einer Tafel Schokolade in einen Kindergarten gehen, dann wird der Erzieher sofort sagen, bitte teile diese Schokolade mit deinen Freunden. Wenn Sie Ihr Lieblingsbuch haben, dann wird Ihnen das moralische Grundempfinden sagen, das darfst du auf keinen Fall mit deinen Freunden teilen. Obwohl die Schokolade weniger wird, wenn Sie sie teilen und das Lieblingsbuch, wenn Sie es als PDF verschicken, Ihnen ja sogar noch bleibt. Dieses moralische Problem löst man nicht damit, indem man sagt, das ist eine Raubkopie und wir müssen da nur überrechtlich schärfer gegen vorgehen. Ich glaube, dass man im Gegenteil pauschale Abgabesysteme in den Blick nehmen sollte. Im Übrigen gibt es erste Studien, die beweisen, dass diese pauschalen Modelle nicht staatlich, sondern privatwirtschaftlich organisiert bei Spotify, Netflix funktionieren. Die Piraterie ist in Ländern, in denen das stärker verbreitet ist, signifikant zurückgegangen. Und wir müssen anders mit Kultur umgehen. Und darüber möchte ich mit Ihnen vor allen Dingen reden. Ich möchte Ihnen vorstellen, was es heißt, wenn wir auf diese Art und Weise nach den digitalen Bedingungen uns Kunst und Kultur nähern. Das heißt etwas für andere Denkmodelle, das heißt aber auch was für Geschäftsmodelle. Was wäre, das kann man jetzt leider nicht so gut sehen, weil es ein bisschen zu hell ist, was wäre, wenn Kultur Software würde? Was ist die Originalversion von Firefox? Kennen Sie die? Es gibt Firefox jetzt, glaube ich, in der 21. Version. Firefox ist sozusagen ein erkennbar, der Browser Firefox, seine Software, die da ist, aber die wird sozusagen immer weiter abgedatet. Die hat, das ist der Titel meines Buches, immer wieder den Satz, eine neue Version ist verfügbar. Warum höre ich diesen Satz nie, wenn es um Kunst und Kultur geht? Warum höre ich diesen Satz immer, wenn es um digitale Produkte geht, um Software? Aber bei Kunst und Kultur geht es nicht. Bei Kunst und Kultur gibt es eine finale Version von Kafka. Ach nee, doch nicht, weil da gibt es ja ganze Lehrstühle, die darüber reden, welche Version von Kafka richtig ist. Wir tun aber so, als sei Kunst und Kultur ein abgeschlossenes Werkstück, das als abgeschlossenes Werkstück da ist und mit dem wir konfrontiert sind. Das stimmt aber natürlich nicht. Also es ist eine Konstruktion. Und die Begründung dafür, dass in der Versionsforschung von Kafka so viel Geld investiert wird, liegt ja natürlich nur darin, dass man genau weiß, dass es nicht stimmt, dass es eine Version gibt. Kafka ist deswegen nochmal so toll, weil ich, soweit ich weiß, Kafka gar nicht wollte, dass es veröffentlicht wird. Aber anderes Thema, das könnte man urheberrechtlich auch nochmal diskutieren, was das eigentlich heißen würde, wenn ich das heute von jemandem machen würde. Gut, wenn es so ist, dass Kultur in Versionen entsteht, und schauen Sie sich mal an, was Thomas Mann im Wissen darum, dass man es später veröffentlicht, in sein privates Tagebuch geschrieben hat. Das ist kulturhistorisch insofern sehr interessant, weil wir heute, wenn wir über Blogs oder private Notizen im Internet reden, immer so tun, als sei das sozusagen so eine Selbstdarstellungssucht, die aus den Menschen herausspricht. Lesen Sie mal das, was der Mann, der sicher wusste, dass diese Tagebuchnotizen später in einem Literaturarchiv aufbewahrt werden, der also genauso wie Sie heute privat Ihren Kram bloggen, Tagebuch geschrieben hat. Lesen Sie das mal, das ist kein privates Tagebuch. Hier inszeniert sich jemand dafür, dass er deiner Nachwelt klar macht, was er der Welt noch zu sagen hat, über die schöne Darstellungsform des Tagebuches. Was wäre eigentlich, wenn man das sofort lesen könnte? Wie wäre es eigentlich, wenn ich von einem Nobelpreisträger sofort lesen kann, was er denkt, wenn ich zuschauen kann, wie er ein Buch schreibt? Vielleicht möchte man das bei Günter Grass auch gar nicht, aber theoretisch ist es möglich. Theoretisch könnte ich ihm heute dabei zuschauen, wie er seine Blechtrommel 2.0 schreiben würde. Ich kann ihm zuschauen, auch wenn er nicht im gleichen Raum ist. Die technischen Möglichkeiten sind heute so, dass ich einen Schreibprozess offenlegen kann. So wie Software heute offen programmierbar ist und mehrere Leute daran teilnehmen können, kann man zumindest auch dabei zuschauen, wie Software programmiert, wie Kultur programmiert wird, wie Kultur erstellt wird. Man kann Artikelinhalte versionieren. Das Lustige ist, das Beispiel ist ein Screenshot aus der Wikipedia. Ich muss, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen, sollte jeder von Ihnen mal gesehen haben. Ein Lexikon, das funktioniert wie ein Live-Blog. In der Sekunde, wo der neue Papst auf den Balkon getreten ist, am Petersplatz, stand unter Papst, wer der neue Papst ist.
Ich warte immer noch darauf, dass in meiner neuen Ausgabe des Lexikons da drin steht, wie dieser Papst heißt. Der ist nämlich immer noch Benedikt XVI. Das Problem ist, dass das, was früher in der Papierwelt eine Schwäche war, dass da Fehler drin sind, dass da Ungenauigkeiten drin sind, dass da Referenzen benannt werden, dass man sozusagen transparent mit Fehlern umgeht, ist hier die Stärke und ist der Qualitätsausweis. Wikipedia funktioniert so, weil alles, was wir in der Papierwelt für falsch halten, Bestandteil von Wikipedia ist. Die Möglichkeit der Teilnahme ist ganz wichtig, wird von ganz wenigen Leuten nur genutzt, trotzdem funktioniert dieses System. Es gibt ein großes Problem innerhalb der Wikipedia, dass das zu wenige Leute tun. Wenn Sie also Lust haben, bei der Wikipedia mitzumachen, die freuen sich. Aber das Grundprinzip ist, die Wikipedia funktioniert auch, obwohl 9 von 10 Leuten gar nicht mitmachen. Das heißt, es ist nur die theoretische Chance, dass ich in die Versionen reingucken kann. Das alles ist nichts, was gesellschaftliche Spinnerei ist oder irgendeine Zukunftsvision, das ist gerade Aktualität. Sie alle leben mit dem, was ich Ihnen gerade beschrieben habe. Das Lexikon Wikipedia funktioniert nach dem Prinzip, Kultur als Software zu denken. Warum zum Teufel schreiben wir alle unsere Texte dann auf so einer Schreibmaschinenseite? Das ist ein Screenshot des populärsten Textverarbeitungsprogramms Word, das uns allen suggeriert, wir würden ein Blatt Papier in eine Schreibmaschine einspannen. Niemand von Ihnen möchte ein Blatt Papier in eine Schreibmaschine einspannen, weil er dann nämlich 90% seiner Tageszeit damit verbringt, ein neues Blatt Papier in das Ding einzuspannen, weil er sich bei der zweiten Zeile vertippt hat. Und 90% ist vermutlich noch freundlich kalkuliert, weil Sie wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, dass Sie Fehler korrigieren. Das, was sozusagen als Flüchtigkeit und als das Unklare des Digitalen gilt, ist natürlich ein totaler Zeitgewinn. Versuchen Sie mal wirklich nur einen normalen Brief fehlerfrei auf einer Schreibmaschine zu schreiben. Warum zum Teufel spiegelt uns Word trotzdem vor, wir würden ein Papier einspannen? Ich habe da lange drüber nachgedacht und ich glaube, es liegt gar nicht daran, dass wir mit den technischen Möglichkeiten nicht umgehen können, sondern es liegt daran, dass wir alle vorgeprägt sind von der Papierwelt, die uns sagt, das Papier sei der Wert. Das Papier ist aber nur das Ergebnis. Und ich spitze es mal zu, damit Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Sie fahren in Venedig Gondel, dann gibt Ihnen dieser Gondoliere einen Zettel. Auf diesem Zettel steht, dass Sie dafür unfassbar viel Geld bezahlt haben, dass Sie mit diesem komischen Boot durch diese stinkenden, Also dass Sie also im schönen Venedig rumgefahren sind. Dieser Zettel kostet Sie 7,50 Euro. Wir denken, dieser Zettel sei die Gondelfahrt. Wir denken, dass dieser Zettel einen Wert habe und dass man diesen Zettel urheberrechtlich schützen muss, dass der sozusagen literaturwissenschaftlich zu untersuchen ist und dass der zentrale Punkt dessen ist, was Kultur ausmacht. Das Tolle ist, Sie können auch mit der Gondel fahren. Das macht viel mehr Spaß, als diesen Zettel nachher anzugucken. Der Zettel ist Dokument dessen, was Sie erlebt haben. Die spannende Frage ist aber, was erleben Sie denn? Und Sie erleben etwas, während Sie dabei sein können, wie Günter Grass die Blechtrommel 2.0 schreibt. Sie erleben etwas, wie Sascha Lobo und Katrin Passig gemeinsam das wirklich sehr gute Buch Internet, Fluch oder Segen schreiben. Sie können dabei zugucken, technisch. Wir machen das aber nicht. Wir denken, Kultur ist das Resultat von etwas und wir müssten mit diesem Ergebnis konfrontiert werden. Ich bin davon überzeugt, dass Kultur auch der Entstehungsprozess von diesem Ergebnis ist. Und ich selber, und das war der Ausgangspunkt für das, was ich gemacht habe, hätte wahnsinnig gerne bei Autoren, die ich sehr schätze, dabei zugeschaut, wie die dieses Buch geschrieben hätten. Ich hätte das Buch gekauft und hätte das aber erst bekommen, wenn ich zugeguckt hätte, wie dieses Buch entstanden ist. Ich glaube, das kann man hier sagen. Borussia Dortmund hat gegen FC Bayern, ich bin kein FC Bayern-Fan, im letzten Mai ein Fußballspiel gespielt. Ich sage Ihnen das Ergebnis, Borussia Dortmund hat 2-1 verloren. Es haben wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel Geld dafür bezahlt, sind nach London geflogen, um dabei zu sein, wie dieses Ergebnis produziert wurde. Wir haben also beim Entstehungsprozess von etwas zugeguckt und der Entstehungsprozess war übrigens wertlos. Wichtig war, dass der Robben dieses Tor geschossen hat, dass das Spiel 2-1 ausgegangen ist. Deswegen durften die Bayern diesen Pokal mit nach Hause nehmen. Das Spiel war völlig egal. Wir verstehen Literatur, wir verstehen Kunst und Kultur gerade so, als würden Fußballspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und am Ende kommt jemand und sagt, das Spiel ist übrigens 2-1 ausgegangen. Das Spannende ist, dass der Weg zu Kultur auch ein Bestandteil von kulturellen Produkten sein kann. Im Übrigen einer, der unkopierbar ist. Wenn Sie das Netz nicht als Rampe verstehen, also das Internet nicht als Verbreitungsweg, über den Inhalte auf ein Publikum abgeworfen werden, sondern als Internet verstehen, als sozialen Raum, dann verändert sich zwei Dinge. Das eine ist, der Bücherwurm, die Leseratte, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ist ein Bild, das sozusagen mediale Nutzung positiv konnotiert. Das Gegenteil davon ist der Computer-Nerd.
Was gerade passiert, ist, dass wir sozusagen, während wir dabei sitzen, sehen, wie sich diese Konnotationen umdrehen. Der Computer-Nerd war der einsame Mensch, der ohne Freunde neben einem Pizzakarton zu Hause an seinem Computer sitzt. Und man sagt, ah, armer Typ, der die Leseratte, der Typ, der ständig in die Bibliothek rennt und immer liest und sich versenkt in ein Buch, der galt immer sozusagen gemeinhin als der sehr belesene und irgendwie ja auch hochgebildete, positiv konnotiertes Vorbild. Lesen in klassischer, analoger Papierform ist die unsozialste und einsamste Tätigkeit, die Sie tun können. Alles, was Sie über den Computer-Nerd wissen, gilt heute für den, der sich in ein Papierbuch versenkt. Auf der Wiener Buchmesse hat Sibylle Levitscharow eine Rede über das Buch gehalten, bei der ich aus Spaß die Begriffe Buch und Internet getauscht habe. Und auf einmal hielt sie eine Rede darüber, wie toll und versinkend und hochwertig das Internet ist. Wir sind gerade dabei, dass wir Medien konnotieren auf eine Art und Weise, die nichts mehr damit zu tun hat, wie diese Medien eigentlich mit unserem Leben zusammenhängen. Das Lesen ist keine einsame Tätigkeit mehr. Lesen ist etwas, ob wir es gut oder schlecht finden, sei dahingestellt. Das vergleichbar ist mit dem Besuch eines Kinosaals, das vergleichbar ist mit dem Besuch eines Theaterstücks, das vergleichbar ist mit einem sozialen Erlebnis. Ich kann mit Ihnen allen gemeinsam Katrin Passig und Sascha Lobo lesen. Und wir formen damit etwas, so wie wir als Fußballfans etwas formen. Wir können an etwas teilnehmen, was nur wir schaffen können. Warum halten Menschen, sie halten Handys hoch, weil sie Fotos machen, warum haben sie früher Feuerzeuge hochgehalten auf Konzerten? Total bescheuert. Ja, man kann ja damit weder was anzünden, noch verändert das irgendwas. Aber es ist ein tolles Gefühl, Teil von etwas zu sein. Das ist etwas, was Menschen grundsätzlich gerne tun. Deswegen gehen Menschen gerne zu Veranstaltungen. Deswegen gehen Menschen gerne zu kulturellen Veranstaltungen. Nur Bücher und alles, was irgendwie auf Text verbreitet wird, gilt plötzlich nicht als eine solche kulturelle Veranstaltung. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, dass das, was man Social Media nennt, nichts anderes ist als gemeinsames Erleben. Und wenn man das einen Schritt weiter denkt, dann kommt man zu dem, was Sascha Lobo gerade gegründet hat, die Webseite Soapbooks. Die ist ein Beispiel für viele. Ich finde sie tatsächlich, weil sie am frischsten ist und neuesten ist, am spannendsten. Ein Beispiel für das, was sie Social Reading nennen. Ich glaube, viel spannender daran ist nicht nur, dass die alles machen, was für digitale Inhalte selbstverständlich ist. Sie können Inhalte von einem Soapbook-Buch auf anderen Seiten embedden, wie sie heute ein YouTube-Video woanders embedden können. Sie können Versionen von einzelnen Büchern umschreiben. Sie können Remixe, Coverversionen von Büchern anfertigen. Warum soll das eigentlich nur für Filme und für Remakes und für Musik möglich sein? Warum nicht für Bücher? Warum kann Matthias Spielkamp nicht seine Fassung von Manfred Spitzers Dumm durchs Internet-Buch schreiben? Würde ich sofort lesen wollen. Das Originalbuch interessiert mich ein bisschen weniger. Das alles ist eine inhärente, ich nenne es mal ein bisschen anmaßend, Conditio Digitalis. Das stimmt nicht, habe ich mir sagen lassen, weil im Lateinischen sind bestimmt viele Lateiner hier. Also es ist die Grundbedingung des Digitalen, zu verstehen, dass dort andere klimatische Bedingungen herrschen. Social Media heißt, soziales, öffentliches Schreiben an den Tag zu legen. Wenn wir diese neuen Grundbedingungen des Digitalen akzeptieren, dann heißt das für mich, dass wir anders mit dem Publikum umgehen müssen. Ich habe das Beispiel gerade schon benannt. Und dass wir zum Zweiten anders damit umgehen müssen, wie wir Kultur verstehen. Es ist nicht mehr nur das Resultat, sondern es ist auch der Prozess. Kultur wird zu Software. Ich habe diese These als Ergebnis aus meinen Beschäftigungen mit Mashup und mit der digitalen Kopie im Sommer 2012 mir ausgedacht und habe wie gesagt ein Buch bei Surkamp veröffentlicht mit dem herausragenden Lektor Heinrich Geiselberger, den ich an jeder Stelle nicht zu Genüge loben kann, weil er aus Mashup überhaupt erst ein Buch gemacht hat. Was auch eine interessante These ist, dass Lektoren nicht auf Büchern stehen. Ja, wir haben bei Songs ist es selbstverständlich, dass sie einen riesen Bohai darum machen, wer diesen Song produziert hat, aber dass ein Lektor ein Buch lektoriert und es sozusagen produziert und jeder, der schon mal einen längeren Text geschrieben hat, weiß, was das heißt, dass man lektoriert wird, das gibt es sozusagen geistesgeschichtlich nicht. Das ist technisch, ist das sehr leicht möglich, aber wir sind sozusagen kulturell nicht geprägt. Habe also längere Gespräche geführt und festgestellt, dass diese Idee, Kultur wird zu Software, in ein Buch zu gießen, eigentlich nicht möglich ist mit klassischen Verlagen. Also ist die Frage, war Crowdfunding besser als Surkamp, ist sozusagen gar keine besser oder schlechter Variante, sondern es ging schlicht nicht, weil klassische Verlage, Surkamp inklusive, auch andere, nicht in der Lage waren zu sagen, wir verkaufen ein Buch, bevor es geschrieben ist. Verlage funktionieren so, dass sie etwas produzieren im Geheimen, wenn es fertig ist, legen sie es dann in eine Bibliothek oder in eine Bücherei und tun so, als sei es wie Wein. Das heißt, wenn es möglichst lange da liegt, ist es besonders wertvoll. Bei Büchern, die ich lese, ist es eher umgekehrt. Ich bin sehr froh, wenn die sozusagen frisch dahingelegt wurden, weil ich annehme,
dass sie die wenigsten Fehler enthalten und am aktuellsten sind. Also habe ich mich entschieden, wenn ich dieses Buch schreiben will, führt eigentlich kein Weg daran vorbei, Leser zu Beginn des Prozesses zu fragen, ob sie das auch lesen wollen. Das nennt man Crowdfunding. Im Kern ist Crowdfunding nichts anderes, als vor Menschen zu treten, sie zu bitten, ihnen als Autor, als Künstler, als Kreativen Aufmerksamkeit zu schenken. Also das, was sie jetzt dankenswerterweise mit mir tun, unterfüttert mit der Tatsache, dass sie sogar bereit wären, dafür Geld zu geben. Ich wusste nicht, ob das funktioniert, habe im Herbst 2012 auf der Plattform Start Next eine Seite ins Netz gestellt und die Leute gebeten, mir Geld zu geben für ein Buch. Das hat funktioniert. Und es hat funktioniert und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, nicht wegen mir. Ich bin ein genialer Autor und Sie sollten meine Bücher lesen. Aber der entscheidende Punkt ist, ja, super, da gibt es Reaktionen, wenn ich das sage. Stimmt aber. Das Tolle ist, dass Menschen auf dieser Plattform das Buch gekauft haben und dass das öffentlich einsehbar war. Sascha Lobo, Stefan Niggemeier, Wolfgang Blau, das sind so Digital-Heinis, die wiederum andere Digital-Heinis nach sich ziehen, haben öffentlich gesagt, ich kaufe dieses Buch. Sie konnten sogar sagen, wie viel Geld sie für dieses Buch gegeben haben. Das haben die wenigsten gemacht. Und sie haben dieses Buch gekauft und deswegen sind andere Leute da drauf gekommen. Deswegen sind am Ende fast 15.000 Euro zusammengekommen, mit denen ich dieses Buch gedruckt habe, mit denen ich dieses Buch übrigens besser gedruckt habe, als ich es je mit irgendeinem Verlag hätte drucken können, weil es nämlich ein Liebhaberobjekt ist, das sozusagen für die Leute, die dafür bereit sind, viel Geld auszugeben, in 4C gedruckt wird. Wann immer Sie sich mal mit jemandem aus dem Verlag fragen, unterhalten, der ein 140-seitiges Buch in 4C druckt, ich habe jetzt die Rechnung bezahlt, der weiß, sagt zu Recht, das ist doch geisteskrank, aber das ist die Idee von Crowdfunding, dass Sie ein Produkt auf der Qualität, in der Preisgüte herstellen können, wie wenige Leute, es sind nämlich nur 350 gewesen, die es am Ende unterstützt haben, wie wenige Leute es haben wollen. Das ist ein anderes Geschäftsmodell im Kern. Die Leute haben das Buch gekauft, das im Sommer als Salonversion, so nenne ich das, erschienen ist und dann im Herbst bei Metrolit. Das Spannende dabei ist, sie haben mir zuschauen können, wie ich dieses Buch geschrieben habe. Und zwar, also man muss jetzt schon drüber lachen, in 10 Jahren werden wir uns totlachen, dass man überhaupt gedacht hat, das sei ein Modell per E-Mail-Verteiler und PDF, die ich etwa wochenweise verschickt habe, das als öffentliches Schreiben zu bezeichnen, weil wir natürlich heute schon wissen, dass es Versionskontrollsysteme wie Git zur Softwareentwicklung oder auch die Wikipedia gibt, die das alles viel besser können, die aber selbst für mich zu schwierig sind, um da reinzukommen. Und ich wollte Menschen aus beiden Seiten zusammenbringen, also Leute, die Software entwickeln können und aber auf der anderen Seite auch Leute, die klassisches Lektorat kennen. Deswegen habe ich mich entschieden, Salon öffentlich zu schreiben, also Menschen einmal die Woche ein Update an Versionen zu schicken. Und da sie alle immer noch geistig dabei sind, ihre eingespannten Papierseiten zusammenzuknüllen, alles, was sie auf den Boden werfen beim Einspannen in einer Schreibmaschine, wird dadurch öffentlich und transparent. Das ist nicht nur schön, es ist aber lustigerweise, und ich möchte mich auf keinen Fall mit denen vergleichen, nicht so ungewöhnlich, wie es kurz gerade klingt. Das gesamte Literaturarchiv Marbach besteht aus nichts anderem. Aus Metadaten, die rund um die Produktion von kulturellen Gütern entstehen und die eigentlich Abfallprodukte sind. Bei uns allen sind die Abfallprodukte, für die sich nur die NSA interessiert. Bei literarischer Produktion wird sie erst, wenn jemand verstorben ist, überhaupt wahrgenommen. Warum eigentlich? Jetzt kann man sagen, es ist natürlich völlig schnurz, wie der von Gehlen sein Buch schreibt. Ja, es ist völlig schnurz, aber für die 350 Leute, die das unterstützt haben, ist es vielleicht ein Grund, einen Kontext zu schaffen, wir kommen auf das Wort gleich nochmal, einen Kontext zu schaffen, aus dem heraus sie dieses Buch am Ende auch kaufen, obwohl sie es auch raubkopieren können. Deswegen habe ich Ihnen das Bild mit dem Bier gezeigt. Es geht darum, Kontexte zu schaffen, in denen ich ein Buch, ein kulturelles Werk so gut finde, dass, obwohl ich es könnte, ich es nicht kopiere. Und das gelingt nur, wenn man ernsthaft miteinander in ein Gespräch kommt. Und das gelingt auch nur, wenn man, und das war eine längere Diskussion, den deutschen Verlagen gar nicht wegen Ablehnung, sondern in den meisten Fällen wegen Unkenntnis nicht möglich, wenn man dieses Buch unter einer anderen Lizenz veröffentlicht. Ich habe das Buch, was jetzt bei Metrolit erschienen ist im Herbst, mit den Metrolit-Leuten, die gehören zum Aufbauverlag, unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Wohlgemerkt unter einer, die Creative Commons Leute eigentlich gar nicht als richtige Creative Commons Lizenz bezeichnen, weil sie das, was rechtlich möglich ist, sowieso eigentlich nur abmildert. Das ist eine Share-alike Non-Commercial Lizenz, die sozusagen die geringste Einstiegshürde ist. Aber ich habe Gespräche mit Verlagsvertretern geführt, und das sind alle Menschen, die eigentlich, wenn sie in der Rechtsabteilung arbeiten, zumindest mal einem Juristen vorbeigegangen sein sollten, die nicht wussten, wie Creative Commons funktioniert. Die dachten, man müsse dann danach das Buch irgendwo hochladen, damit es unter dieser Lizenz erschienen ist. Es ist tatsächlich faszinierend, wie diese neueren Entwicklungen, Creative Commons ist über 10 Jahre alt, also in Anführungszeichen neu, im deutschen Buchmarkt nicht aufgeschlagen sind, gar nicht, weil man sie ablehnen würde. Man hat sie noch nicht mal verstanden.
Und das Erstaunliche ist, dass das tatsächlich viel zu selten funktioniert. Ich fasse ganz kurz zusammen und dann komme ich zu einem Ergebnis. Wie dieses Crowdfunding funktioniert hat, für alle, die sich dafür interessieren. Es gibt ein paar sehr interessante Projekte, die rund um das Crowdfunding entstanden sind. Der entscheidende Punkt beim Crowdfunding, ein bisschen mit Blick auf die Uhr kürze ich das ab, ist das, was bisher unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit passierte, nämlich das Risiko des Scheiterns bei kultureller Produktion, wird öffentlich gemacht. Deswegen das Beispiel mit dem mit Borussia Dortmund. Es wäre die langweiligste Reise der Welt gewesen, hätte Jürgen Klopp vorher gewusst, dass er diesen Pokal gewinnt. Dann wäre nämlich niemand mitgefahren nach London, weil das nur deswegen spannend ist, weil man auch verlieren kann. Und das Spannende am Crowdfunding ist, ich habe auch schon Buchkonzepte an Verlage und Literaturvermittler geschickt, die das abgelehnt haben. Das ist ein sehr unschönes Gefühl. Man investiert so Ideen und Zeit und schreibt das so auf und dann kriegt man so, interessiert keinen in den Verlagen. Und sagt, kann man nicht nochmal ausprobieren, ruft doch nochmal da an und so. Und dann geht der Literaturvermittler nochmal los und irgendwann sagt er so, jetzt unter uns ist eine scheiß Idee, es funktioniert nicht. So, unangenehm, aber nur für mich privat unangenehm. Vielleicht noch für meine Frau und für mein näheres Umfeld. Aber in Wahrheit interessiert es niemanden. Und ich kann Ihnen versprechen, dass Blechtrommel, wer auch immer, also alle großen Geschichten leben ja am Ende davon, wenn sie dann erfolgreich waren, dass sie tausendmal abgelehnt wurden. Der Verleger von Stephen King und so weiter, der fünfte Beatle, Sie kennen diese Geschichten. Das Lustige ist nur, wäre das live auf der Bühne, wäre es ja viel, viel spannender. Also Sie könnten mir dabei zugucken, wie ich dabei scheitere, ein Buch hinzukriegen. Oder umgekehrt, Felix Stalder, unfassbar kluger Mann aus Wien, der in Zürich einen Lehrstuhl hat, hat das Projekt unterstützt, weil er gesagt hat, es spielt eine Rolle, dass ich dieses Buch kaufe. Wann hatten Sie das letzte Mal das Gefühl, dass es eine Rolle spielt, dass Sie ein Buch kaufen? Ich erkläre das gerne an dem Beispiel, Sie haben sich alle Feuchtgebiete gekauft, natürlich aus literarischen Gründen, Sie haben sich alle Feuchtgebiete gekauft, der Verlag und 50 Shades of Grey aus den gleichen Gründen. Letzteres taucht in der Unternehmensbilanz von Bertelsmann auf. Meinen Sie, Bertelsmann hätte sich irgendwie bei Ihnen bedankt dafür, dass Sie mit 50 Shades of Grey dem Unternehmen so viel zugetragen haben? Nein, Sie haben dieses Buch gekauft und damit waren Sie für das Unternehmen gestorben. Weil mehr kann man mit Ihnen ja nicht machen, Sie haben das Buch ja schon gekauft. Im Zweifel kaufen Sie noch ein zweites und verschenken das. Aber dass Sie mit dazu beigetragen haben, dass es zu einem Erfolg wurde, dass Sie also zum Beispiel zu einer Meisterfeier eingeladen werden und dass es Freibier gibt beim Fußball, das passiert nicht in der Buchbranche, weil Sie keine Rolle spielen. Sie sollen dieses verdammte Buch nur kaufen. Schauen Sie sich mal an, wie zum Teil über Bücher gesprochen wird, die sehr, sehr intensiv diskutiert werden, die offenbar aber niemand liest. Also es genügt, dass ein großer Herausgeber ein Thema setzt und sagt, ja, darüber müssen wir jetzt alle reden. Ob dieses Buch dann aber tatsächlich auch gelesen wird, ist eigentlich völlig unerheblich, weil es nur darum geht, dass diese These im Raum steht. Der große Teil des Buchhandels funktioniert darüber, dass sie einfach ein Buch verschenken. Ob das je jemand liest, das ist zum Thema Social Reading und E-Books total spannend, ist eigentlich völlig unerheblich für Bücher. Es ist halt einfach nur wichtig, dass sie das Geld ausgegeben haben. Die Idee beim Crowdfunding ist, dass sie ein Buch kaufen und dass sie eine Rolle spielen. Dass sie im Zweifel sogar, wenn das Buch, ich wollte 5.000 Euro einnehmen, wir sind bei 14.000 gelandet, dass sie im Zweifel sogar am Ende eine bessere qualitative Aufbereitung bekommen, weil ja mehr Geld da ist. Dass sie im Zweifel, das schulde ich meinen Supportern noch, eine Audioversion des Buches hinten dran noch kriegen, die sie sonst nochmal extra hätten kaufen müssen. Also dass sie beteiligt sind, auf eine Art, ob ihnen die jetzt recht ist oder nicht, aber dass sie sozusagen eine Rolle spielen und beteiligt sind, verändert das Grundverhältnis zwischen dem Publizierenden und dem Publikum. Das ist in einer Welt, wo nur einer senden kann und sie alle schön still sein müssen, ist das natürlich auch nicht notwendig. Das verändert sich aber gerade und wir haben jetzt 10 Jahre lang darüber gesprochen, was es bedeutet und gerade sehen wir, was das konkret heißt. Ich zeige es Ihnen an dem jungen Mann, der jetzt seine 6 Bier gerade schon ausgetrunken hat. Man kann jetzt natürlich sagen, und das ist die Haltung, mit der man ans Urheberrecht herantritt, man kann jetzt plötzlich Bier kopieren. Was ist die logische Haltung der deutschen Medienbranche dazu? Den Kopierer verbieten. Ist doch ganz klar, weil wenn Sie Bier verkaufen wollen und man kann das jetzt da kopieren, dann wäre es doch am besten, wenn der Kopierer nicht mehr da wäre. Sehr lustig, kann man nachlesen. Die Kollegen von Right to Remix haben das auf dem Hacker-Kongress in Hamburg nochmal gezeigt. Bei der Einführung des Kassettenrekorders in den 60er Jahren gab es ernsthafte Vorschläge, dass Sie einen Kassettenrekorder, das ist das, was Sie vor 5 Jahren weggeschmissen haben, weil Sie es nicht mehr benutzen, einen Kassettenrekorder nur dann kaufen können, wenn Sie sich mit Personalausweis registrieren und nachweisen, dass Sie mit diesem Kassettenrekorder keine Urheberrechtsverletzung begehen. Das war ein Gesetzentwurf, der im Deutschen Bundestag diskutiert wurde. Sie können das in der Präsentation nochmal nachschauen. Dieses Grundprinzip hat schon in den 60er Jahren nicht funktioniert, es wird auch heute nicht funktionieren. Die gesamte Geschichte von Napster bis zu allen anderen Downloadportalen belegt, dass das Verbieten
und ich komme gleich auf das juristische Sanktionieren, für das gilt nämlich das Gleiche, dieser Methoden eigentlich nicht sinnvoll ist. Sondern es ist eher dazu führt, kommen wir gleich auch nochmal dazu, dass der Legitimationsverlust für das Urheberrecht massiv zunimmt. Dass Menschen also nicht mehr einsehen, wofür es das Urheberrecht überhaupt geben soll. Und da ich das für sinnvoll halte, dass es das Urheberrecht gibt, tut mir das im Herzen weh. Und ich halte das für kontraproduktiv, wenn man die Verschärfung des Urheberrechts weiter diskutiert in einer Situation, wo das eigentlich nur heißt, dass das Urheberrecht an Legitimationsverlust verliert. Bier hat seinen Wert auch darin, dass sie es mit anderen Menschen konsumieren, dass es also Social Reading fähig ist. Und Bier lebt, gerade in Deutschland, ich komme aus Bayern, davon, dass sich die deutsche Brauereiindustrie ja schwer was darauf einbildet, dass sie was tut, dass sie ein Reinheitsgebot erfunden hat. Also dass sie, was Bio-Lebensmittel oder Fairtrade-Handel tut, den Prozess der Entstehung zum Qualitätsausweis macht. Und sie sagt, dieses Bier ist besser als eines, das sie aus Kalifornien bekommen, weil es nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut ist. Gibt es eigentlich irgendwas, was vergleichbar ist zum deutschen Reinheitsgebot im Qualitätsjournalismus oder in der Literaturwissenschaft? Nee, es gibt nur das fertige Bier. Und dann werden die Literaturwissenschaftler Ihnen sagen, dass da Hopfen und Malz drin ist und dummerweise auch noch jede Menge anderes Zeug. Das Offenlegen von Entstehungsbedingungen ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern was es einfach selbstverständlich in ganz vielen Bereichen schon gibt. Die gesamte Biobranche basiert darauf, dass Sie bereit sind, mehr Geld für ein Bio-Ei auszugeben, wenn Sie wissen, dass es den Hühnern gut ging. Heißt, wenn wir eine Lösung finden wollen für das, was die Digitalisierung mit unserer aller Grundidee macht, müssen wir diese drei Gedanken, glaube ich, uns denken. Es geht nicht mehr nur um Content. Es geht vor allen Dingen um Kontext. In einer Welt, wo ich Inhalte identisch duplizieren kann und die sich sozusagen frei bewegen, das ist nicht nur unproblematisch, ist der Kontext, in dem etwas auftaucht, sehr, sehr wichtig. Sie können aus dem, was ich gerade erzählt habe, eine Menge Sachen rausschneiden und das online stellen und ich habe ein großes Problem. Aber nicht, weil ich irgendwas Falsches gesagt hätte, sondern weil Sie es in einen sehr guten Kontext, also mir schädlichen Kontext gestellt haben. Es geht nicht mehr nur um das Ergebnis, sondern wir müssen das Erlebnis ergänzen. Und es geht am Ende, und das ist der entscheidende Punkt, nicht mehr nur um das Produkt, sondern es geht um den Entstehungsprozess. Das meine ich, wenn ich sage, was heißt es, Kultur als Software zu denken. Abschluss, was heißt es fürs Urheberrecht? Ich habe den Begriff RedTube schon mal genannt. Das ist die Geschichte, die gerade durch die Presse geistert, dass Menschen für das vermeintliche Streamen von Pornofilmen, das macht es jetzt nochmal so ein bisschen schwierig, weil es hier, glaube ich, kein Institut für Pornowissenschaften gibt, bei dem sich dann Leute zusammenschließen und einen RedTube-Appell formulieren aus Heidelberg. Das alles müsste man aber tun in diesem Fall, weil ich glaube, dass die Leute, die diese massenhafte Abmahnung gerade durchs Land schicken, dem Urheberrecht massiv schaden. Und zwar mehr Schaden als alle Piraten und alle sonstigen Diskussionen, die wir vor 2 Jahren, Sie erinnern sich an Sven Regner und die große Zeitkampagne, alles, was wir da erlebt haben, alle Diskussionen, alle Angriffe auf das Urheberrecht waren nichts gegen das, was gerade passiert. Niemand sieht mehr ein, wofür das Urheberrecht sinnvoll ist, wenn wir in Wahrheit denken, dass irgendwelche zwielichtigen Advokaten aus Regensburg oder sonst woher Nutzer betrügen, um an Daten zu kommen und die dann abzumahnen. Wenn das die Haltung zum Urheberrecht ist, dann ist das Urheberrecht meiner Meinung nach auf einer Ebene gelandet, wo es eigentlich keine Legitimationsgrundlage mehr hat. Wo Menschen nicht mehr einsehen, wofür es dieses Rechtsgebiet eigentlich gibt. Und dass es dazu gekommen ist, liegt an einer Untätigkeit der Politik. Es liegt an einer Unfähigkeit, sich den digitalen Bedingungen zu öffnen. Und es liegt, mit diesem Aufruf möchte ich das abschließen, auch daran, dass wir nicht in der Lage sind, als Medienschaffende, als Literaturschaffende, als Wissenschaftler zu beobachten, was da gerade passiert. Und daraus Schlüsse zu ziehen, zu sagen, es ist nicht zwingend der sinnvollste Weg, die Nutzung von etwas, was nicht als Rechtsbruch empfunden wird, zu kriminalisieren. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist und ein erster Schritt ist, tatsächlich nicht mehr vom geistigen Eigentum, sondern vom Immaterialgüterrecht zu sprechen. Dass es sehr wichtig ist, das Urheberrecht zu modernisieren und nicht, weil die Piraten das wollen und nicht, weil das irgendwelche kostenlos kulturgeprägten jungen Menschen wollen, sondern weil es die Realität ist und weil es dem Urheberrecht nur nützlich sein kann und es seinem wachsenden Legitimationsverlust entgegensteht, wenn man es reformiert. Wenn man nichts tut, machen die Abmahnanwälte so weiter wie jetzt und wir werden in 10 Jahren sagen, oh, da hatten wir Anfang der Nullerjahre aber noch eine große Chance, fürs Urheberrecht was zu tun. Heute ist einfach nur ein Rechtsgebiet für Leute, die so auf der Grenze zum sehr Schmierigen arbeiten. Ich liefere diese Vorlage, weil ich ja weiß, dass wir gleich noch eine juristische Perspektive dazu haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich über Feedback.
Ja, lieber Dirk, ich danke dir für den Vortrag, der nochmal, wenn man so will, einleitend deutlich gemacht hat, welche Erschütterungen auch unserer Kategorien tatsächlich die Digitalisierung und ihre Folgen auslöst, was möglich ist, was gemacht wird, welche Probleme wir dadurch haben. Und wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, melden Sie sich sowohl hier im Raum als auch natürlich schicken Sie uns, twittern Sie uns Ihre Fragen hier hinein, denn ich habe mir ansonsten schon was notiert. Auch, aber wir haben direkt eine Frage von Frau Della Durante. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Der hat für mich auch ein bisschen nach Einladung zum Tanz geklungen. Deswegen fange ich gleich mal an. Und nicht mit den Abmahnanwälten, nicht mit den schwarzen Schafen. Ich glaube, die schaden dem Urheberrecht tatsächlich ungemein. Und das ist sicherlich, sicherlich ganz klar. Was mich interessiert an Ihrem Vortrag ist, Sie fordern ja eigentlich einen anderen Umgang mit Kultur, möglicherweise auch ein anderes Verständnis von Kultur. Und dass wir Kultur eher als Prozess verstehen, den Prozess in den Vordergrund stellen, nicht so sehr das Produkt. Und ich glaube, dass diese Tatsache, dass Kultur möglicherweise ein Prozess war und nicht ein Produkt, dass das eigentlich ein ganz altes Thema ist, das mit der Digitalisierung gar nicht so sehr viel zu tun hat. Sie stellen das jetzt in den digitalen Zusammenhang, haben aber auch Kafka angesprochen und andere Dinge. Das ist letztlich was, was man auch vor der digitalen Welt hätte anmerken können. Und möglicherweise überspitze ich Ihre Aussage, aber ich habe es ein bisschen so verstanden, als wären Sie auch der Meinung, dass diese Unterscheidung von Urheber und Werk zum Beispiel, die wir treffen, oder von Urheber und Nutzer, dass diese Begriffe letztlich gar nicht so richtig passen, dass das Rechtsbegriffe sind, die aber die Praxis letztlich gar nicht abbilden. Vielen Dank. Und dann haben Sie gesagt, jetzt sprechen Sie über neue Lösungsmodelle. Und Sie haben jetzt hier über Crowdfunding gesprochen oder über eine andere Finanzierung und an anderer Stelle auch über Kulturflatrate, also auch über ein anderes Vergütungsmodell. Und das sind ja aber Vergütungsmodelle, die ebenfalls auf der Idee von Urheber und Werk basieren. Letztlich sind auch Sie bei Ihrer Version der Urheber geblieben und die anderen durften zuschauen, aber Sie waren Urheber. Ist nicht eigentlich erforderlich, wenn wir jetzt Ihrer Idee vollkommen folgen, wäre nicht erforderlich ein neues Konzept von Urheberschaft oder eine andere Grundlage für Vergütung? Während Sie diese Grundannahmen, die Sie anfänglich kritisieren, dann letztlich aber eigentlich gar nicht umsetzen? Das ist meine Frage. Und eine zweite ganz kleine Frage, die erste ist viel größer, ist, passt dieses BVB-Beispiel tatsächlich? Ich habe mich gefragt, wäre die korrekte Analogie nicht, haben Sie Ihre Leser nicht beim Trainieren zuschauen lassen? Ist nicht eigentlich das Spiel, die Performance, das, also müsste man das nicht in Analogie zu einem Tanz sehen und da ist dann wirklich das Spiel der Tanz und die Zuschauer, die bei Ihnen hier beim Schreiben zugeguckt haben, die durften den Tänzern schon vorher beim Üben zuschauen. Die kurze Frage, die in Wahrheit, glaube ich, noch viel längere ist, zuerst beantwortet, so wie wir sozialisiert sind, ist es genau so, dass man sozusagen auf den Trainingsplatz schaut, weil wir denken, dass das, was sozusagen das Spiel ist, dann schon Beginn dessen ist. Und natürlich ist der Genuss von Literatur nochmal ein eigenes Erlebnis. Ich glaube, dass wir vor der offiziellen Veröffentlichung, also Veröffentlichung ist klassischerweise daran verbunden, mit hohen Kosten verbunden gewesen, deswegen musste man die sehr genau prüfen und kontrollieren. Und dass wir Versionierung schon vor die Veröffentlichung legen können. Das ist das Neue. Das ist das Fußballbeispiel krank da ein bisschen. Aber wenn man sich vorstellt, dass es tatsächlich, also Tabellen basieren nur auf den Ergebnissen von Spielen. Und wenn man sich vorstellt, dass man sozusagen nur die Ergebnisse bisher betrachtet, dann sorgt ein 2-1 auch für große Freude und ist ein großer Genuss. Man muss sozusagen den Blick etwas drehen und sagen, auch das, was noch nicht veröffentlichungswürdig ist in einer Papierwelt, kann transparent und öffentlich gemacht werden. Das zu der zweiten Frage. Die erste Frage, das total Spannende ist, wir befinden uns gerade in einem Übergang. Und rein theoretisch haben Sie in allem, was Sie sagen, recht. Ich habe nur festgestellt, dass diese Theorie nicht tauglich ist, um mit Menschen darüber zu reden. Weil wir in einer Welt leben, die, und das ist wahrscheinlich die schwierigste Herausforderung an diesem digitalen Wandel, beides liefert. Also wir warten irgendwie darauf, dass der eine Ballon platzt und jemand einen neuen Ballon aufbläst. Das total perfide ist nur, dass beide Ballons irgendwie so vor sich hin aufgepumpt werden. Aus dem einen weicht Luft aus und dem anderen wird ein bisschen reingepumpt. Aber der andere wird nie die Umsatzrenditen und die Ideen schaffen können, die wir in den 80ern hatten, weil er dafür noch zu klein ist. Und der zweite
der Kleine, der singt und bei dem sozusagen Konzepte in Frage gestellt werden, der gilt auch weiterhin noch. Und in diesem Zwiespalt hilft es überhaupt nicht zu sagen, was theoretisch, also meiner Einschätzung nach, dem, was ich mache, ich bin Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, das führt nur zu Konfrontationen, zu sagen, eigentlich müssten wir die Idee von Urheberschaft auflösen. Wer ist der Urheber des Per Steinbrück-Artikels auf Wikipedia? Es sind unfassbar viele Leute, die Urheber daran sind. Und da sozusagen, was ist da das Werk? Das ist sozusagen in unfassbar vielen Versionen da und das sind ganz unterschiedliche Versionen. Also juristisch haben Sie vollkommen recht und man müsste das in Frage stellen. Das ist ein bisschen die, naja, sozusagen der Treppenwitz an meinem eigenen Buch, dass es ja auch selber wiederum ein Buch ist. Weil es eigentlich, sage ich, es verflüssigt sich und es braucht kein Buch, aber wir sind so sozialisiert, dass wir es dann nicht verstehen würden, wenn es kein Buch wäre. Und deswegen ist es gerade so eine Übergangsphase, wo ich tatsächlich auch noch keine finale Antwort darauf habe, was denn jetzt das Richtige wäre. Aber das Lustige ist ja, ich bin kein Wissenschaftler, aber als ich dann angefangen habe, mich ein bisschen mit Wissenschaft zu beschäftigen, ist ja die gesamte Idee von der Tod des Autors, das machen Sie ja hier den ganzen Tag, postmoderne Literatur zu denken, ist ja so, dass die Leute dann sagen, Moment, was erzählst du mir denn da Neues? Das haben wir ja alles seit den späten 80er Jahren, das ist ja schon selbstverständlich. Aber eben hier im Stanford des Ruhrgebiets, wie ich gerade gelernt habe, also sozusagen in den Unis ist es zu Hause, aber es ist tatsächlich, hat ja nichts mit dem Buchmarkt zu tun in dem Sinne. Die leben ja immer noch davon, dass, ich habe es mal einem Kollegen erzählt, der hat gesagt, alles schön und gut, aber wer soll denn den Büchnerpreis entgegennehmen, wenn es keinen Autor mehr gibt? Und wenn Sie diese beiden Verhältnisse zueinander sehen, ist es halt relativ schwierig. Und ich habe mir eigentlich auf die Fahnen schreiben wollen, einen Übergang zu schaffen, also diese beiden Welten zu versöhnen. Ich hatte eine Diskussion mit einer ehemaligen Surkamp-Verlegerin, der habe ich das erzählt auf einer Bühne und die hat gesagt, das ist der Tod der Literatur, es wird nicht funktionieren. Und dann wurde es parallel im Heise-Forum diskutiert, also auf der Webseite der Hannoveraner Computerzeitschrift. Und die haben, das Forum ist ohnehin ein sehr schöner Ort, sollten Sie mal besuchen, aber in dem Forum begann so nach zwei Kommentaren die Diskussion darüber, was das denn eigentlich für ein alter Hut sei, der da jetzt als neu erklärt wurde. Und das sei ja mal total uninteressant. Und diese beiden Welten existieren aber parallel nebeneinander. Der eine denkt, das sei jetzt der Tod von Kultur, der andere sagt, das ist das Langweiligste, mit dem du mir kommen kannst. Um das zu verbinden, glaube ich, gelingt es nur, in Wahrheit noch nicht zu sagen, wie es denn ist. In Wahrheit ist es aber so, wie Sie sagen, wir sind alle Urheber. Also jeder veröffentlicht etwas und damit ist dieser Begriff der Urheberschaft natürlich in einen komplett neuen Kontext zu stellen. Wir haben jetzt zwei Wortmeldungen, erst in der zweiten Reihe, dann in der dritten. Ich würde vorschlagen, dass Sie alle erstmal, wenn Sie sich beteiligen, Ihren Namen, Ihre Funktion, aus welcher Perspektive sprechen Sie und vielleicht auch Ihre Institution kurz nennen. Mein Name ist Johannes Lehmann und ich bin Literaturwissenschaftler an dieser Stanford-Universität des Ruhrgebiets. Das wird mich auch gleich zu meiner Frage führen. Der erste Aspekt, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass wir an den Universitäten mit dem Urheberrechtsproblem nicht nur von der Seite der User irgendwelcher digitalisierten Geschichten arbeiten, sondern wir müssen den Leuten erstmal beibringen, ein Urheber zu werden. Das heißt, die Texte selber zu schreiben und nicht abzuschreiben. Und da bezweifle ich das doch sehr, dass das Urheberrecht sozusagen an Geltung gesellschaftlich verliert, auch wenn Frau Schawan jetzt an der LMU in den Hochschulrat gewählt wurde als überführte Plagiatorin, kann sich die LMU das leisten, aber es ist doch so, dass man sich darüber lustig macht. Der zweite Punkt ist, Sie haben das, finde ich, sehr eindrücklich beschrieben, die Digitalisierung, die Ablösung sozusagen von Inhalte vom Trägermedium, das ist ja etwas, was einen irgendwie auch besoffen macht und was irgendwie wahnsinnig genial ist. Ihr Vorschlag, wie man damit umgeht, läuft aber, oder ich habe mich gefragt, ob das nicht letztlich darauf hinausläuft. Wir hatten immer schon, auch in früheren Zeiten, zwei Währungen, nämlich die Währung, die ökonomische Währung, das Bezahltwerden und die Aufmerksamkeitsökonomie. Und was jetzt gerade passiert, wenn man nicht mehr weiß, wie ich als Urheber für etwas bezahlt werde, es bleibt nur noch Werbung übrig. Und so verstehe ich auch diese Veranstaltung. Ich meine, wir haben jetzt schon drei Vorträge gehört, jede Menge Eigenwerbung. Sie selbst haben sich als genialen Autor hier bezeichnet. Das ist ja keine Werbung, das ist ja die Wahrheit. Ist extrem ironisch, natürlich. Aber so, ne? Und Thomas Ernst hat sein Buch und dann noch auf das Buch von Herrn Paar verwiesen. Und wir haben uns hier als Stanford-Universität verkauft. Wir haben gehört, mit wem wir alles wahnsinnig erfolgreich zusammenarbeiten. Das heißt, wir machen irgendwann nur noch Werbung. Weil sozusagen das, was Sie letztendlich haben, wenn Sie es richtig geschafft haben, dann kriegen Sie einen Werbevertrag und dann kommen Sie ins Fernsehen und dann verdienen Sie Ihre Kohle. Das heißt also, es geht darum, dass letztlich läuft es darauf hinaus, wenn das so ist, dass Urheber nicht mehr ökonomisch finanziert werden für ihre Leistung, dann verschiebt sich das in Richtung Aufmerksamkeit und dann landen wir alle, und ich glaube, da sind wir schon, jeder hat seine Facebook-Seite, jeder macht Eigenwerbung, jeder stellt sich super toll dar und das Ziel ist, irgendwann die Aufmerksamkeit dann wieder ins Ökonomische rück zu übersetzen, dass ich dann doch irgendwie super reich werde, weil ich will ja nicht nur ein genialer Autor sein, sondern ich will dann schon auch mit dem Porsche vorfahren.
Also ich antworte mal ganz kurz darauf. Die einfachste Lösung ist natürlich dann einfach nicht zu veröffentlichen. Also wenn Sie einen Inhalt nicht öffentlich sehen wollen, und in dem rein semantisch steckt ja in dem Veröffentlichen, wenn man das jetzt sozusagen als Grundkern nimmt und sagt, Sie veröffentlichen nicht Ihr geistiges, sondern Ihr materielles Eigentum, dann ist ja das Veröffentlichen von Geld etwas, was uns allen eher unsympathisch wäre. Weil das wollen wir ja schön privat behalten. Wenn Sie also das nicht öffentlich haben wollen, dann veröffentlichen Sie es einfach nicht. Also das ist ja relativ einfach, das ist nochmal dieses Kafka-Beispiel. Dann zu sagen, Kafka macht ja jetzt auch Werbung mit dem, was er da geschrieben hat, finde ich ein bisschen zu kurz gesprungen. Der entscheidende Punkt, in dem ich Ihnen aber sozusagen widersprechen würde, ist, was ist denn die Leistung eines Kreativen? Wir sind alle darauf trainiert, dass die Leistung des Kreativen das Ergebnis ist, der Inhalt, den er produziert hat. Vielleicht ist die Leistung eines Kreativen aber auch das, wie er zu diesem Inhalt gekommen ist. Also Inszenierungsmodelle, die darauf ausgelegt sind, dass ich zeige, wie ich ein Buch schreibe, dass ich Leute daran teilhaben lassen kann, so wie sie heute schon Musikkonzerte besuchen und sehr viel Geld dafür ausgeben, dass sie an etwas teilnehmen, was in der Phase unkopierbar ist. Warum laden Menschen, weil Sie gerade von Facebook gesprochen haben, warum laden Menschen unscharfe Bilder von irgendwelchen Events hoch, weil sie damit dokumentieren wollen, dass sie dabei sind, wie diese Band, die man nicht erkennen kann, weil man zu weit weg ist, jetzt gerade ein Konzert spielt. Dieses Dabeisein, diese Teilhabe, das ist das, was ich mit Social meine. Und vielleicht ist die Leistung eines Kreativen in Zukunft nicht mehr nur den Inhalt zu haben, sondern den Inhalt zu produzieren. Und dass das erstmal komisch klingt, ist... Das ist so, ich kenne mich nicht aus mit Musik, aber ich habe über Paganini gelesen, dass er deswegen als Teufelsgeiger galt. Achtung, halten Sie sich fest, Sie werden diesen Schock nicht überstehen, weil er vom umgedrehten Notenblatt gespielt hat. So, da gab es aber keine digitale Kopie, sondern er hat einfach das Notenblatt umgedreht. Wenn Sie jetzt sagen, vielleicht ist die Leistung gar nicht mehr, dass Sie ein Buch haben, sondern dass Sie das Buch schreiben und dass die Idee von, wir transportieren Wissen in der Langform eines Buches, vielleicht auch gar nicht daran liegt, dass Wissen per se in der Form Langform Buch daherkommt, sondern dass dieser Gedanke darauf basiert, dass wir übers Papier sozialisiert sind, dann müssen wir zwei Schritte zurückgehen und sagen, was ist die Leistung eines Kreativen und wofür muss er bezahlt werden? Und er kann sehr einfach dafür bezahlt werden, dass er sich beim Schreiben zuschauen lässt, weil das etwas ist, was nicht kopierbar ist. Sie können, dieses Buch ist im letzten Frühjahr geschrieben worden und das können Sie heute nicht wiederholen. Jetzt ist dieses Buch wurscht, ja? Stellen Sie sich vor, Ihr Lieblingssong, Smells Like Teen Spirit. Sie waren dabei, als die in Seattle rumsaßen von Nirvana und die ersten Akkorde eingespielt haben. Sie würden doch ständig jedem, der es nicht hören will, erzählen, dass Sie dabei waren, als Kurt Cobain diese ersten Akkorde eingespielt hat. Das ist der Wert. Dieser Song ist doch heute Gemeingut. Jeder hat seine eigene Geschichte zu diesem Song. Der läuft ständig hoch oder runter. Das ist doch nicht der Wert. Wert ist etwas, was Sie erzählen, was Sie damit verbinden. Und da, wo der Wert, die Wertschätzung liegt, liegt meiner Meinung nach auch die Wertschöpfung. Kurz gehe ich dazwischen, bevor Sie dann das letzte Wort haben. Wir sind ein bisschen im Zeitverzug. Wir sollten gleich auf jeden Fall weitermachen um 2:50. Das sage ich schon mal an. Und an diejenigen, die den Stream verfolgen. In der Kaffeepause wird der Stream für 10 Minuten runtergefahren. Den gibt's dann gleich wieder. Und ich wollte, bevor Sie die letzte Frage stellen aus dem Raum hier, noch zwei Fragen, die mehr oder weniger getwittert wurden, hier stellen. Das eine ist, ist das wirklich, das hat M. Beilein gefragt, ich übersetze es mal ein bisschen anders, formuliere es anders, ist das, was du beschrieben hast, wirklich so relevant und in der Breite, wird das so breit sein? Also er schreibt, aber wer außer der VG interessiert sich für die Entstehungsprozesse der Werke von Sascha Lobo und Katrin Passig? Und ein zweiter Punkt, muss man nicht unterscheiden zwischen einer konstruierten Kultur, die man analysieren und beschreiben kann auf der einen Seite und die sich dann tatsächlich in konkreten abgeschlossenen Werken doch wieder verfestigt? Das habe ich so aus zwei Tweets von @digilitkrit zusammengebracht. Die erste Frage ist... Wir haben noch eine dritte und dann solltest du nochmal gebündelt antworten. Ja, mein Name ist Bianca Sucro, ich bin Doktorandin an der RWTH Aachen. Ich bin auch Literaturwissenschaftlerin, ich komme also aus der Diaspora hier in das schöne Stanford. ich möchte das, was mein Vorredner gesagt hat, nochmal von der anderen Seite aufgreifen und es greift auch zurück auf das, was jetzt über die Tweets gekommen ist. Ich stelle mir dann die Frage, ist das, was Sie beschreiben, nicht wirklich ein Übergangsphänomen? Also ist ja jetzt ganz toll, wenn einer hingeht und sagt, so, ich mache jetzt diesen Prozess sichtbar und ihr könnt alle dabei sein. Das funktioniert jetzt, wo es ein Übergang ist und wo das wenige machen. Wenn ich mir vorstelle, es gibt jetzt tausende Autoren, die sagen, liebe Leute, guckt mir alle bei dem Prozess zu und ich
veröffentliche jede Woche irgendwelche neuen Drafts und das ist auch alles ganz super und guck das. Ich habe da ehrlich gesagt ein Zeitproblem. Und ich glaube, dass das auch eine Frage der begrenzten Aufmerksamkeit ist. Also ich glaube, wir alle kennen das bei der Recherche, die hat sich ja verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Früher bin ich in die Bibliothek gegangen, habe mir dann so meinen festen Grundstock an Büchern rausgesucht, vielleicht noch das eine oder andere direkt mit anderen Autoren besprochen und hatte dann ein relativ fixes System, in dem ich mich bewegt habe. Jetzt finde ich tausende PDFs in 2000 Varianten, die ich alle vergleichen muss, um zu gucken, was ist denn davon jetzt relevant, was ist die letzte Fassung, ist vielleicht die Fassung davor doch ein bisschen besser gewesen als die danach. Und ich sehe da zumindest für meinen Fachbereich das Problem, dass das in so eine frei flottierende Geschichte mündet, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, auf was ich mich jetzt beziehe. Es ist auch ein rein praktisches Problem. Danke. Ich glaube, seitdem Inhalte veröffentlicht werden, gibt es den Vorwurf, dass es zu viel ist. Das ist nicht neu. Neu ist, dass wir technische Möglichkeiten haben, Ihre 20 PDFs technisch auf Vergleichbarkeit hinzuprüfen. Ich glaube, wir müssen mehr technische Möglichkeiten nutzen, um das zu tun. Die Wikipedia bietet ja sozusagen diese Vergleichskontrolle und die Wikipedia beantwortet auch die Frage nach dem, wen interessiert das denn eigentlich? In den allermeisten Fällen interessiert mich die Versionsgeschichte der Texte nicht. Ich lese den obersten Text, der oben aufliegt. Aber in den Fällen, in denen es interessant wird, lese ich die Texte darunter, weil der Fall Schawan aufgekommen ist. Das Gutenplug-Wiki ist sozusagen retrospektiv das Herausarbeiten, wie die Dissertation von Karl Theodor zu Gutenberg erstanden ist. Wenn er das öffentlich gemacht hätte, hätte er damit nachdrücklich vertreten können, dass er nicht plagiiert hat, weil man es hätte sehen können. Das heißt, in den meisten Fällen ist mir egal, wie es dem Huhn geht, dass das BioI gelegt hat. Ich gebe diesem Bauern aber deswegen mehr Geld, dass wenn es einen Dioxinskandal gibt, ich sicher sein kann und dann vor Ort gucken kann, dass er tatsächlich kein Dioxin gefüttert hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Frage von Interesse und Publikationsmenge nicht zwingend heißt, dass das jeder lesen muss. Und das Zweite ist, ich veröffentliche das und es sind 350 Leute und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin total glücklich damit. Ich brauche nicht mehr. Das Grundprinzip von ein Buch muss für alle gleich sein. Und haben Sie mal mit Verlagen geredet? Auf der Frankfurter Buchmesse wird auch viel zu viel veröffentlicht, was ich alles nicht lesen kann. Und alle haben im letzten Jahr versucht, was zu veröffentlichen? Ein 50 Shades of Grey MeToo Produkt. Also die Grundidee ist, es wird wahnsinnig viel veröffentlicht, weil es eine allgemeine, angenommene Mainstream-Öffentlichkeit erreichen will. Die Idee dessen, was ich gerade beschrieben habe, ist zu sagen, Sie können total glücklich werden mit 5000 Lesern. Sie brauchen überhaupt nicht mehr. Sie können total glücklich sein auch mit 100 Lesern, wenn Sie mit denen gemeinsam Öffentlichkeit herstellen. Also den Gedanken zu lösen von, es muss immer für alle interessant sein, was in Wahrheit ja nicht stimmt. Die Bücher auf der Frankfurter Buchmesse werden auch nicht von allen gelesen, selbst nicht hier. Ich sage es jetzt ein letztes Mal, Stanford, der Literaturwissenschaft, das ja Metallica im Slogan hat, wollte ich noch auflösen, das ist also gar nicht zwingend das Argument dagegen. Und das Zweite ist, ja, das ist vielleicht ein Übergangsphänomen. Ich sage auch überhaupt nicht, dass es richtig ist. Und das würde ich gerne als Abschlusssatz formulieren. Ich hatte nur keine Lust mehr darauf, ständig zu hören, dass die digitale Kopie die Kultur zerstört und wollte beweisen, dass es einen Ansatz gibt, Ihnen allen fallen mehr ein, die digitale Kopie positiv zu nutzen, um Kunst und Kultur positiv aufleben zu lassen. Der Mann, der die Steve Jobs Biografie geschrieben hat, ist gerade dabei, ein Buch über die digitale, über das Entstehen der digitalen Welt zu schreiben. Der hat das gerade alles öffentlich gestellt und Sie sehen jetzt die Drafts online und die Menschen, die in diesem Buch vorkommen, können selber mitdiskutieren und schreiben, was in diesem Buch sozusagen richtig oder falsch ist. Das ist etwas, was einfach funktioniert. Das ist nicht so, dass ich mir das ausgedacht hätte, das ist die Gegenwart. Und bei jedem Veränderungsprozess kommt es darauf an, die Gegenwart zu beobachten und erst danach zu beschreiben, ob man sie gut oder schlecht findet. Was wir machen, ist, dass wir Veränderungen anschauen und sagen, interessiert mich nicht oder interessiert mich schon. Völlig wurscht, ob Sie interessiert und mich interessiert. SMS, als sie eingeführt wurden, haben alle gesagt, brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Heute sagen alle, was sind eigentlich nochmal SMS und WhatsAppen den ganzen Tag. Wir haben in den 80er Jahren gehört, das geschriebene Wort würde untergehen. Heute haben wir die schönste aufblühende Kultur des geschriebenen Wortes, aber halt dummerweise nicht in der Form, wie Herr Duden sich das ausgedacht hat, sondern in einer Form, die halt mit wahnsinnig schönen Abkürzungen und anderen Zeichen vorhanden ist. Die Idee ist, verstehen, was gerade passiert. Und dann erst beurteilen. Das finde ich das Spannende daran. Sie können das danach auch blöd finden, aber erstmal verstehen, was es heißt, dass die digitalen Informationen von Ihrem Datenträger gelöst werden. Es verändert nämlich die klimatischen Bedingungen. Und manchmal ist es dann ganz einfach, sich einfach nur eine wärmere Jacke anzuziehen und man kann trotzdem rausgehen.